Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das elektrische Feld. Dieses Mal wollen wir uns beschäftigen, wie viel Energie ist in so einem Feld. Ich kann sagen, das Feld speichert Energie. Ja? Weil alles, was wir in einen Kondensator hineinladen, ja, kann man nachher wieder herausholen. Und diese Energie muss irgendwo gespeichert sein. Und das ist im elektrischen Feld. Jetzt schauen wir uns das ein bisschen an, was man da drinnen speichern kann, ja, wie viel Joule pro Kubikmillimeter oder keine Ahnung, was ist denn die Energiedichte im elektrischen Feld, wovon hängt denn die ab? Ja. Dazu schauen wir uns unseren Kondensator an. Ich habe wieder einen Kondensator aufgezeichnet, gell, mit den Größen, nehmen wir wieder Plattenkondensator, idealisiert, also nur das elektrische Feld da dazwischen. Es rinnt ein Strom, ein Kondensatorstrom hinein, der lädt die eine Platte auf, die andere Platte wird entsprechend nachher, während die entsprechenden Ladungsträger nachher verjagt und das ist dann entgegengesetzt, es entsteht ein elektrisches Feld, jetzt entsteht das UC und wir haben gesagt, Q ist C mal U, also da haben wir hier die Ladung Q auf der einen Seite, ja? Und die Ladung Q ist gleich die Kapazität C des Kondensators mal der Spannung UC. Ja? Auf diese Form sind wir nachher gekommen, also es gibt eine Konstante, die Kapazität des Kondensators, die die Spannung und die Ladung verknüpft, das heißt bei UC ist Q durch C. Okay. So, jetzt haben wir mal gehört, dass elektrische Arbeit verrichtet wird, und zwar mit Strom und Spannung. Die Formel für die elektrische Arbeit, ja, war U mal I mal T. Okay? Also es hat eine gewisse Spannung, ein gewisser Strom rinnt, mal der Zeit, wo das Ganze auftritt, das ist die Arbeit, die geleistet wird. Und diese Arbeit führen wir diesen Kondensator hier zu. Ja? Stellen wir uns vor, wir laden den da auf. Ja? Wie schaut denn das aus? Ja? Übrigens, das I mal D da, was ist das? Ja? I mal D ist das Q. Ja? Strom mal Zeit, das ist ja Ladung pro Zeiteinheit und das ist das Q. Das ist momentan eine Q auf das, der I rinnt da rein über eine gewisse Zeit, ja, und lädt den Kondensator auf ein Q, auf eine Ladung. Ja. Das ist also U mal Q. Okay. Schauen wir uns das an, wie das ausschaut. Nehmen wir einfach einmal an, hier haben wir Q, ja? Das Q wird immer größer, weil der Strom, sagen wir, nehmen wir einen konstanten Strom an, der Strom da ist konstant, der lädt das auf und das Q wird entsprechend linear größer. Ja? Also das ist eigentlich I mal T da. Oder? Ja? Das wird da entsprechend linear größer. Was macht unsere Spannung UC also? Ja? Je größer das Q wird, da, desto größer wird das C, multipliziert einfach mit 1 durch C mit der Kapazität von dem Teil. Ja? Das heißt, der Zusammenhang von den zwei Sachen schaut einfach so linear aus. Okay? Je größer Q wird, desto größer wird C und dazwischen habe ich das mal 1 durch C. Oder? Gut. Ja? Was bedeutet das? Ja? Jetzt schauen wir sie an. Im ersten Moment, jetzt schneiden wir das in so Scheibchen. Okay, jetzt schneiden wir das in so Scheibchen. Im ersten Moment, ich nehme da einfach einen Mittelwert her, wird diese Arbeit zugeführt. Ja? Im nächsten Moment wird diese Arbeit zugeführt. Im nächsten Moment wird diese Arbeit zugeführt. Also ich unterteile das Ganze immer in so Delta T's. Ja? Also ich mache nicht einfach T, sondern mache einfach Delta T. Ja? Und nehme statt der konstanten Spannung einfach ein Mittelwert der Spannung.
Ja? Und diese ganzen Dinge muss ich nachher aufsummieren. Ja? Das sind nachher lauter so Säulen nebeneinander, die ich aufsummieren muss. Und das, jedes dieser Säulchen, dieser Säulen, ist eine kleine Arbeitsanteil, der gerade reingeronnen ist. Im ersten Moment rinnt halt im Schnitt die Arbeit, im zweiten Moment die Arbeit, im dritten Moment die Arbeit, im vierten Moment die Arbeit, im fünften Moment die Arbeit. Bug. Ja? Und das summieren wir auf. Dann haben wir, wie viel Arbeit da insgesamt hineingeronnen ist. Und jetzt machen wir ein gedankliches Experiment. Jetzt machen wir dieses Delta T da, diese Scheibchen, die wir teilen, die machen wir einfach kleiner. Ja? Dann wird das einfach feiner. Ja? Dann wird diese Treppenstufe wird feiner. Einfach. Ja? Wenn ich jetzt dieses Delta T hier gedanklich so klein mache, dass mir diese Treppen gar nicht mehr auffallen, ja, dann habe ich genau den Strich da. Okay? Da habe ich genau diesen Strich. Das war jetzt ein Infinitesimalübergang, heißt das. Ja? Ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir uns das vorstellen können. Also diese Breiten hier, diese Rechteckebreiten, lasse ich so klein werden, dass mir dieses Stufige gar nicht mehr auffällt. Ja, und den Rest hört sich Mathematik darüber. Was aber jetzt wichtig ist zum Beispiel, jetzt sagen wir laden bis daher auf. Ja? Hier haben wir eine gewisse Menge, Ladungsmenge Q. Ja? Und hier haben wir dann die zugehörige Spannung UC. Ja? Ja, welche Ladungsmenge, welche Fläche unter der Kurve hat sich denn da ergeben? Ja? Die Fläche, ich meine, wenn wir das jetzt so fein gemacht haben, praktisch, dass der kein Unterschied mehr ist, geht es um diese Fläche. Um diese Fläche geht es. Ja. Das ist der Energieinhalt des Kondensators mit dieser Ladung. Okay? Und schauen wir uns das an. Ich meine, das ist ein Rechteck. Ja. Das ist ein Rechteck. Ja. Das heißt, der Energieinhalt eines Kondensators W. Das ist W da. Ja? Ist gleich eine Rechtecksfläche, das war praktisch Q mal UC. Ja? Und weil es nicht das gesamte Rechteck ist, sondern die Hälfte, ist er halber. Halb mal Q mal UC. Ja? Das ist der Energieinhalt eines Kondensators. Okay? Das ist der Energieinhalt eines Kondensators, können wir sie merken. Okay? Q mal OC, halbe, passt. Und wenn wir das jetzt, das Q zum Beispiel wieder, weil das Q ist ja C mal UC, ja? Wenn ihr das da einsetzt, kommt da außer ein halb C UC Quadrat. Oder C mal UC Quadrat halbe. Ja? Das ist ja eine sehr übliche Form der Darstellung. Ja? Und das haben wir sich einfach hergeleitet durch Überlegen, ja, was rennt denn da rein, und dann macht er das Q, ja, passt. Ja, also die Hälfte kommt einfach da daher. Ja. Jetzt überlegen wir sich, was bedeutet das da, Q mal UC? Ja, wie viel Energie ist denn jetzt gespeichert hier im elektrischen Feld? Ja, weil da haben wir E-Feld herin. Ja, da haben wir E-Feld herin. Ja. Ich habe gesagt, diese Energie ist da im elektrischen Feld gespeichert. Und jetzt möchte ich wissen, was ist die Energiedichte? Ja? Was ist die Dichte der im elektrischen Feld gespeicherten Energie? Na, dann muss ich einfach dieses W hier, ja? Ich nenne das jetzt WIL, ja? Elektrische Energie, dieses elektrische Energie dividiert durchs Volumen. Okay? Das Volumen von unserem elektrischen Feld V ist gleich die Fläche mal der Höhe, also A mal D, ja, sehr logisch. Ja. So, das setzen wir da jetzt ein. Ja. Jetzt sage ich, meine Energiedichte, WL, ja, das ist jetzt ein kleines W, ist gleich großes W, die Energie dividiert durch das Volumen V. Das hier ist die Energiedichte. Das ist die Energiedichte.
ist die Energie und das ist Volumen. Also die Energiedichte ist praktisch wie viel Energie pro Kubikmeter. Kubikmeter ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber pro Volumenseinheit habe ich hier zur Verfügung. Nun, setzen wir das ein. WL ist gleich. Und jetzt setze ich das ein. Das ist 1,5 mal Q mal UC dividiert durch A mal D. Okay? So, und jetzt haben vielleicht gewiefte Leute schon etwas entdeckt. Ja? Ich schreibe es jetzt nur mal genauer hin. 1,5 Q durch A mal UC durch D. Das hier, Q dividiert durch A, ist die Flussdichte. Ja? Also da haben wir D. Elektrische Flussdichte. Ja? Und das UC dividiert durch D, das ist E. Elektrische Feldstärke. Ja? Also unser Energiedichte WL im elektrischen Feld ist gleich 1,5, das bleibt da, mal D, mal E. Es gibt keine Abhängigkeit mehr zu irgendwelchen Größen. Okay? Gibt's nicht mehr. Nur mehr elektrische Feldgrößen kommen vor. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Energie tatsächlich im elektrischen Feld gespeichert ist. Okay? Also das elektrische Feld speichert diese Energie und innerhalb des elektrischen Feldes habe ich diese Energiedichte. Ja? Natürlich kann ich das mit D ist E mal Epsilon. Entsprechend umwandeln. Ja? Weil dann ist das E Quadrat mal Epsilon oder D Quadrat durch Epsilon da. Das kann ich da, weil ich nur eine Größe weiß. Ja? Komme ich halt auf verschiedene Varianten. EL ist also 1,5 DE. Ja, oder ist gleich 1,5 E Quadrat Epsilon, ja, wenn ich da E mal Epsilon einsetze, oder 1,5 D Quadrat durch Epsilon. Das ist alles das Gleiche. Ja. Energiedichte. Kann man wunderbar ausrechnen. Ja? Sind wir also auf die Energiedichte des elektrischen Feldes gekommen? Mit der Energiedichte und dem Energieinhalt eines Kondensators kann ich Sachen ausrechnen, die ich normalerweise nicht so ausrechnen kann. Ja? Gut. Das nächste Mal schauen wir uns ja an, was so ein Kondensator. Ich meine, wir haben Widerstände gehabt, haben wir Reinschaltungen und Parallelschaltungen gemacht. Jetzt haben wir Kondensatoren. Was machen wir? Reinschaltung und Parallelschaltung. Wie verhält sich ein Kondensator in der Reinschaltung? Wie verhält er sich in einer Parallelschaltung? Reinschaltung schauen wir uns das nächste Mal an. Für dieses Mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.